Leute, ihr seht schon, das Feld lichtet sich langsam. Wir haben Chill Penguin besiegt, wir haben das Täubchen hier besiegt, wir haben Spark Mandrill besiegt und jetzt bleiben bloß noch die hier alle übrig. Und der nächste war Elektro, dank ihm hier. Und es mag kaum zu glauben, aber wir müssen zunächst in eine Erdstage. Und ihr wisst, ihr habt schon mal Pokémon gespielt. Elektro und Erde, das passt eigentlich gar nicht, aber ja. Wir sind bei Mega Man. Da sollte man sowas nicht hinterfragen. Sparkman. Nee, Sparkman haben wir. Amarillo, ja. Dingens. Mit einer hammergeilen Ingame-Mucke. Ach, das ja. Das war das mit der Mine. Bam bam, bam bam, bam bam. Bisschen gar nichts machen. Einfach bloß. Ja, bam. Ach, die Fledermäuse. Ihr kennt es bestimmt auch noch. Die lustigen Fledermäuse aus Mega Man 2. Auch hier sind sie vertreten. Und kriegen jetzt mal vor mir eins ins Face. So, ich bin mal gespannt, wie die. Ach ja, der. Wie die Waffe gegen. Also die Sparkman. Wie viel leben wir überhaupt? Ach, zwei, okay. Bestimmt, weil ich jetzt neu gestartet habe. Weg da, Helmi. Das Leben, aber da komme ich anscheinend irgendwie nicht ran. Okay, Ende der Linie. Da hat sich das Ding wohl zerstört. Und noch haben wir voll Leib, das finde ich super. Ja, ich spiele momentan sehr gern Mega Man X, weil noch regt es mich nicht auf, weil ich denke mal, so wie ich das Spiel kenne, wird das bestimmt nochmal der Fall sein. Später, bevor ich zu Sigma gehe, werde ich mir noch die Secrets aus den Levels krallen. Weil es soll hier wohl auch sehr viele Secrets in diesem Game geben. Das letzte Game, was ich damals am Mega Man gezockt hatte, das war, glaube ich, ja, Teil 7 hatte ich damals noch original auf dem SNES gespielt. Und Mega Man X, ich weiß gar nicht, ob ich das auch damals hier gespielt habe. Ach, da hätte ich jetzt besser mal sliden sollen. Aber ich glaube, ich habe noch zwei Leben. Jetzt hätte ich fast noch ein Leben gehabt. Mit einem Leben, da hätte ich im Prinzip auch sterben können, wenn ich es nicht zufällig, ja, irgendwie bis zum Boss mit halbwegs guter Energie schaffe. Aber ich möchte doch schon gern Spark... Das ist schon wieder Sparkmantel. Amarillo-Dingens mit Full Life übertreten. Und hier gibt es einen guten Trick. Einfach hier oben langsliden und dann seid ihr auch hinter dem Vieh und könnte es ganz locker platt machen. Und zwar so lange, bis das Vieh stirbt. Und Mega Man kann sich immer noch nicht ducken. Kann er nie, glaube ich. Er wird es auch nie richtig lernen. Denn er ist ein Roboter und Roboter scheinen sich nicht zu ducken zu können. Ah, cool, Full Life. Wo kommt das denn plötzlich her? Ich glaube auch nicht, dass die Stage so dermaßen schwer ist. Ich habe sie jedenfalls nicht schwer in Erinnerung. Falls überhaupt. Ja, ich habe das Game mal früher angespielt aus Langeweile. Das leider Mega Man. Und um es halt zu testen, war dann halt mal so Amarillo-Dingens meine Probestage, wie ich mich denn hier so schlage. Und da ich den Walkthrough noch nicht kannte zu diesem Game, hatte ich dem noch auch keine Chance gegen Amadillo. Wird, okay, jetzt einfach stehen bleiben, einfach stehen bleiben, einfach stehen bleiben, einfach stehen bleiben.
Oder auch nicht. Nein, das kam... Ach, die Dinger aus Mega Man 1, die kenne ich auch noch. Diese lustigen kleinen Minenarbeiter. Ich finde die Butterflies oder die Fledermäuse sehen verdammt geil aus. Was heißt Butterflies? Eigentlich sind ja Bats. Ja, genau draufgesprungen. Super Mega Man. Christ nice. Komm, stirb. Ja, explodier. Oh, da oben ist ein Herzcontainer. Das bedeutet, jetzt haben wir More Life. Spikes, ihr wisst, wer Mega Man kennt, Spikes bedeutet immer Instant Kill. Ja, jetzt kann das, glaube ich, mit dem stehen bleiben. Einfach nur stehen bleiben und nichts machen. Da bin ich damals auch drauf reingefallen, weil ihr hier halt stehen bleibt, dann kommt ihr dahin zur Bosstür. So. Und jetzt wird es ernst. Jetzt kommt nämlich unser guter Amarillo und ich werde mal gucken, wie die Sparks denn funktionieren gegen ihn. Okay. Ich hätte vielleicht mal vorher aufladen sollen. Da kommt er. Armadillo. Wow. Oh, das wirkt. Das wirkt verdammt gut. Und der lässt seinen Panzer fallen. Okay, wie lange macht das jetzt? Hört er jetzt gar nicht mehr auf? Ach so, doch jetzt, ja. Ja, das war seine Mistattacke, das Ding. Davor habe ich mehr gefürchtet vor diesem Ding. Seine komische Wall Run Attack. Weil so trifft er euch, glaube ich, irgendwann immer. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Wir können ihn schaffen. Wir können ihn schaffen. Na, jetzt macht er... Nein, bleibt oben. Ja, ja, gut. Wir haben jetzt schon die Hälfte von Life abgezogen. Es sieht immer noch gut aus. Das meine ich. Das meine ich, wenn er das macht. Irgendwann kommt er nämlich da oben hin. Da müsst ihr aufpassen. Was macht er jetzt? Oh, das sollte ich besser nicht machen. Okay, ich warte, bis er seine Rolling Attack gemacht hat. Und dann wurde es. Das ist die Taktik gegen ihn. Autsch. Fuck, ich bin... Ich muss ihn killen. Ja, 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 ja. Bam, du bist Geschichte. Und tschüss, Freundchen. Bam, und Victory, Mega Man X. Und natürlich haben wir jetzt seine Waffe und die ist... You get Rolling Shield. Bam, ultimative Waffe. So, auf den Rocks gucken, wer jetzt dran ist. Oh nein. Oh Gott. Nein, nein, nein. Es ist er. Es ist Lunch Octopus. Und die Waffe ist die Rolling Shields. Oh Gott. Das Level. Das Level soll so dermaßen schrecklich sein. Da freut mich ja jetzt schon drauf. Aber gut, Lunch Octopus. Wie viel Leben haben wir denn? Ich glaube, wir können jetzt erstmal sterben. Lass mal von Verin gehen. Weil wegen... Ja, ein Leben. Gut, dann lassen wir uns erstmal kurz sterben. Spikes. Danke. Gehen wir mal mit zwei Leben rein. Zwei Leben finde ich besser als eines. Das ist kein Autoshot, das ist gerade hier mein Button-Smashing. Also falls jemand fragt, Autoshot werde ich hier nicht benutzen bei Mega Man. Zumindest nicht bei Mega Man X. Gut, ja. Jetzt haben wir zwei Leben, jetzt nehmen wir uns Lunch Octopus vor. Du bist ein Octopus.
mit Stocksauer. Ready? Und go! Ja, Wasserspin. Tschüss, Freundchen. Wow, Wasserspinnen, die Torpedos kacken. Sorry, aber ist mir gerade so einfach rausgerutscht. Wow, Seepferdchen. Seepferdchen des Todes. Ich glaube, hier gab es auch ein Secret, aber... Boah, ich merke schon, wie dreckig diese Stage wird. Voller Seepferdchen, die mich töten wollen, deswegen hau ich einfach ab. Ach ja, der erste Miniboss. Oh, das ist ja, ah, ja, das ist ein komischer Unterwasserstock, so aber er hat. Erst Geschichte. Puh. Ach, die Staubsaugerfische. Ja, das sind die Staubsaugerfische. Die sind keine wirkliche Bedrohung. Außer, dass sie uns irgendwo fallen lassen können, wo wir es manchmal gar nicht wollen. Und hier kam er auch schon wieder und versucht mich zu töten. Das war die Scheiße, ja. Das war die Scheißstelle. Nein! Geile Scheiße, ey. Rolling Shield brauche ich noch. Was kann ich denn nehmen? Sparks vielleicht hier. Eine Scheiße hier die Stelle. Boah, komm, einen ganzen Gegner versuchen haben. Wenn nicht, dann kommt der am nächsten Part dran. Ey, so eine Dreckstelle. Es ist nicht zu fassen. Ich hasse ihn jetzt schon. Oh, jetzt hatte ich fast wieder hier verkackt. Super. Einsamer Mega Man. Ach, die Stelle, ja, die war auch kacke. Wegen diesen nervigen kleinen Seepferdchen. Du hast live, danke. Wenigstens habe ich meinen Herzcontainer. Jetzt kamst du hier. Oh, danke, ein Leben. Das kann ich gut gebrauchen. Und bam und bam und bam. Ach, jetzt kam die Scheißstelle, ja. Sorry Leute, da bis jetzt hier ein Quicksave hin.
Der Typ soll verrecken. Der Typ soll verrecken. Der Typ soll ver... Recken. Ja, er ist tot. Da war der Safe-Set jetzt unnötig. Da brauche ich den jetzt beim Boss später. Okay, das weiß ich. Das, was jetzt kommt, war nicht schädlich für uns. Hier müssen wir uns einfach nur nach oben bewegen. Und ich glaube, dann gab es hier... Secret? Auf jeden Fall gab es hier irgendwo oben ein Secret. Ja, ich glaube da oben. Da oben war's. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Ich habe nicht mal was gesehen zu diesem Spiel. Und da war hier oben ein Secret versteckt oder auch nicht. Okay. Okay, viel Information. Ich bin doof. Sind das für Dinger? Ach so, das sind so Tornado-Teile. War das nicht hier oben? Das, ja, ich glaube hier oben war es, das Secret. Muss man halt hier oben runter und das Schiff abschießen. Und dann gab es hier irgendwie was zu holen. Nein, 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 lass mich los, lass mich los. Cool, ja, jetzt ist das Ding tot. Und... gibt uns den Weg frei in einen neuen Bereich. Und jetzt kam, glaube ich, so eine Art Miniboss. Und da haben wir doch schon, ja, den lustigen kleinen, beziehungsweise großen Fisch. Mit Instant Kill Spikes. Wo kommen wir raus? Oh nein! 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 Wie viel Leben haben wir noch? Och, nur eins! Jetzt reicht's. Das brauche ich für einen Boss. Das lasse ich mir von dir nicht zerstören. Du hässliches U-Boot. Du hässlicher Saugfisch. Oh, wow, wow, wow. Nein, nein, nein. Oh, ich hasse es, wenn er das macht. Ey, ist das ein Mistsau? Ist das ein dreckiger Mistsau? Der wollte mich schon wieder einsaugen. So eine kleine Mistsau. Ist nicht zu fassen. Gut, okay, dieses Unterwasser-Secret werden wir uns dann später vornehmen. Wir wollen erstmal das größte Übel des Levels beseitigen. Und das ist hier... Lunch Octopus. Geil. Torpedos in der Luft. Auch Mega Man darstellt, hat ja richtig geile Arbeit geleistet vor dem Spiel. Ach ja, Capcom, meine Lieblingsfirma. Gebe ich auch gern zu, weil es halt einfach mal so ist. Was kommt jetzt? Oh nein, ich glaube ja, jetzt kommt dieser kleine... Ja, da ist er. Wir müssen trotzdem uns ihm stellen. Moment, ich glaube, wenn ich mich hier hinstelle, dann kann er mich nicht... Ja, und dann kann er mir nichts anhaben. High five, Freundchen, in your face, with my Megabuster. Okay, aufgeladener Schuss. Come on! Der hält aber ganz schön viel aus, muss ich sagen. Der hält richtig viel aus, muss ich sagen. Kommst du? Alter, ist der bald mal kaputt? Jetzt scheint was zu explodieren. Ich glaube, ja,
Es explodiert. Die Saugfische. Aber die sollen mich nicht stören. Und da kommt er, das größte Übel des Spiels. Einer der größten Übel des Spiels. Und wir nehmen die neue Waffe und kickt euch Mega Man X an. Er sieht so schuchtig aus mit seinem komischen Rosa. ja, da ist er. Da kommt er. Lunch Octopus. Ja, du fährst zur Hölle, Freundchen. Was? Kannst du vielleicht aber mal stehen bleiben? Ey, du bist doch so eine Mistsau, ey. So, Rolling Shield und rein. Treffe ich nochmal? Ja, kommt runter, super. Oh, klasse. Live-Leiste, ich sehe nichts. Oh, das zieht ja auch so viel ab. Ja, von wegen die Waffe gegen ihn. Ey, ich könnte kotzen. Das kann man auch schon wieder... Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Ja, oh, klasse. Ich krieg eins zu viel. Ist doch nicht zu fassen. Ey, ist das ein Arschloch. Nein, ey, das gibt's doch nicht. Ich hatte ihn fast. Ich hatte ihn fast. Oh,
Okay, okay, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's richtig um die Wurst. Wieso prallst du da? So ein Drecksboss, ey. So, es gibt uns Züget Homing Torpedo. Okay, danke. Boah, Missiles, geil. Jetzt spielen wir Metroid. Gut, Passwort. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen bei Mega Man X. Im nächsten Part geht's dann weiter mit, ich guck mal, Covanger. Und ist das nicht, wer ist denn jetzt Covanger? Ich muss gerade mal nachschauen. Spezies, Boomer, Flame, Stink Chameleon. Ach, Covanger, das ist der Typ. Gut, Leute, bis zum nächsten Part von Mega Man X. Euer Wacky bedankt sich. Tschüssikowski.